schnellen Schritten geht er durch die Stadt. Oh, 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 oh. Es gibt da was, das er möchte und nicht hat. Oh, 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 oh. Er bleibt mir ganz lange still. Und seine Freunde grüßt er nur kurz, kommt ein paar Hitler im Vorübergehen. Mit schnellen Schritten geht er durch die Stadt. Oh, 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 oh. Es gibt da was, das er möchte und nicht hat. Oh, 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 oh. Er bleibt mir ganz lange stehen. Und seine Freunde grüßt er nur kurz vor dem Backen im Vorübergehen. Und alles, was er sieht, die Silber, alles, was er findet, und dann macht ihn er so. Oh, 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 oh. Alles, was er sieht, die Silber, alles, was er wieder, und da dreht sich er so, oh, oh, und er fühlt sich er so, oh, oh, und das macht ihn er so, oh, 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 oh. Mit schnellen Schritten geht er durch die Stadt, oh, oh, oh. Möchte und nicht hat. Oh, 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 oh. Mit schnellen Schritten geht er durch die Stadt. Oh, 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 oh. Es gibt da was, das er möchte und nicht hat. Oh, 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 oh. Er bleibt dir ganz lange still. Wir sind live in der Mühle Honziken, liebe Leute, herzlich willkommen. Oder eigentlich muss ich heute sagen, herzlich willkommen, weil heute ist es eine Sendung mit Herz. Bei uns ist heute eine New Wave Band, wo es eigentlich das gar noch nicht gegeben hat bei uns. Und die beiden, die von dieser Urformation Herz aus den Ende 70er Jahre noch sagen, überlebt haben, immer noch da sind. Und ich habe Freude, dass ihr da seid. Das sind der Ronny Amsler und der Dominique Grandjean. Herzlich willkommen. Danke, guten Tag. New Wave, zwei gestandene Herren, die mit im Leben sind. Passt das heute noch zusammen für euch beide, wenn ihr auf der Bühne steht? Ja, es ist schon damals sind wir natürlich nicht der klassische New Wave Typus gsi, sondern wir sind damals ein bisschen neben draussen gsi und insofern haben die Songs auch bestens nach meinem Empfinden und nach unserem Empfinden auch gut überlebt und darum finde ich kann man die auch heute, soll man sie noch heute hören und hören und spielen, ja. Wobei, wir haben ja nicht den Begriff New Wave da geprägt und für unsere Musik gebraucht. Also, ja. Mir wäre Forever Wave sympathisch. Aber es ist also ein New Wave ist ein Forever Wave geworden, kann man sagen. Genau, was schön, ich mein, ist grundsätzlich. Wie lange ist etwas new? Ja.
Was habt ihr denn für ein Gefühl, wenn das heute, bringt? Also wenn man so ein bisschen schaut, wenn das der Grossteil der Songs aus dem Repertoire geschrieben worden sind, das ist so Ende 70er, Anfang 80er Jahre, habt ihr euch dann mal aufgelöst. Wie ist das, wenn ihr das heute singt oder bringt auf der Bühne? Viele Stücke haben wir auch anders arrangiert als früher. Und wir haben eigentlich auch die gewählt, die wir nach wie vor gerne spielen. Erstaunlicherweise, zum Teil kommen halt Leute, die uns von früher kennen, aber eigentlich bei den letzten Auftritten sind auch sehr viele neue Leute relativ zufällig an dem Ort gewesen, wo wir gespielt haben. Ja. Und haben die Musik durchaus absolut aktuell und zeitgemäss gefunden. Warum? Was ist der Grund gewesen, dass ihr irgendwann... Also ihr hattet eine Break-Pause von 20 Jahren, hat man nichts gehört, oder mehr oder weniger nichts gehört von euch. Und dann seid ihr wieder gekommen. Also viele Musiker machen das, weil sie nicht wissen, was sie machen, aber ihr habt ja alle eure Jobs. Habt ihr ja sonst auch genug zu tun im Leben? Warum seid ihr wieder gekommen? Also es ist der gleiche Grund, wieso ich mit 10 auf dem Klavier anfange rumklimpern. Aus dem gleichen Grund tun wir heute wieder rumklimpern, gell? Ja. Das heisst? Ja. Das heisst das, was es heisst? Aus Lust? Aus Lust? Gut, aber man fragt sich, warum? Also da habt ihr 20 Jahre lang keine Lust gehabt, oder wie? Also jetzt... Wir haben Kinder gehabt, die auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen haben. Sie sind mittlerweile auch älter, genau. Geheiratet. Jeder selber eins. Ja, genau. Also nicht zusammen. Also er hat viel zu tun gehabt. So. Also ist so Nostalgie, dass der... Das kann man eigentlich nicht wählen, nein. Also der Anlass, um wieder zusammen Musik zu machen, ist, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, aber wir haben einfach mal wollen die CD, so Compilation machen, die Stücke irgendwie neu rausbringen, weil wir haben schon gar keine Plattenspieler mehr daheim und wir haben es wieder mal hören wollen. Mhm. Und dann sind wir da zusammengesessen, haben die zum Teil da versucht, das abzumischen oder auf zu digitalisieren. Mhm. Und dann, wo wir die wieder gehört haben, haben wir gefunden, jetzt müssen wir auch mal auftreten. Und jetzt, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte euch einen Gast vorstellen, der uns für den Rest von unserem Konzert begleitet und uns jetzt zum ersten Mal das Lied singt, das wir zusammen gemacht haben, das heisst Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Begrüßen Sie René Grandjean!
coiffeur, sortir, courir, pavé, tram, tram. Oui, oui, j'y vais, je cours, je m'envole. Et finalement, j'y entre, mon code secret, dans mon sous-sol, sur une chaise, assis devant une table, assis de nos glänzenden, torkeln, taumelnd und der Sommerhut bringt lautlos Musik. Empor auf Bretter schwankenden, über Wellen glänzenden, torkelnd, taumelnd und der Sommerhut bringt lautlos Musik. We'll be right back.
Sendung mit Herz. Herz auf der Bühne von der Mülli Honziken. Und Dominik Granger, es gibt natürlich ein Thema, wo man einfach nicht drum herumkommt. Nämlich quasi der Kult-Song aus deinen Federn, Campari Soda. Ich glaube, der hingest oder der letzte Schweizer spätestens sitzt. Ja, ich würde es mal sagen, sitzt. Sie kennen auch die Wurzeln nicht, aber sitzt der Swiss-Spot ist war ja, oder ja. Immer neu ist, haben sie das wahrscheinlich. Ist das allen bekannt? Redest du noch gerne darüber eigentlich? Oder lässt du das mal irgendwann mal? Ja, es ist jetzt nicht das Thema, wo man unter dem Nagel brennt, sondern es ist wirklich die Musik, die wir machen, das Herz. Ja. Aber es ist natürlich nach wie vor ein Song, den wir auch im Repertoire
haben eine Art, wie, also ich würde sagen, als ein Gütesiegel von unserer Musik. Und manchmal spiele ich ihn allein, manchmal spielen wir alle zusammen, wie wir heute Abend spielen wollen, wissen wir jetzt neu genau. Ja. Aber nein, es ist natürlich ein Song, wo ich spüre, dass ich mich da kann in die Ohren reinflüstern von den Leuten. Aber das Interessante finde ich in dieser Geschichte noch, dass das am Anfang nicht gerade Puff der Hit war, oder? So, das ist ja, wie viele Jahre ist das gegangen? Ja, also das ist wirklich ein Märchen. Der Song, die Geschichte von dem Song ist wirklich ein Märchen. Damals, im 77, hat es keine Radiostation gebracht. Sie haben einen anderen Song gebracht von der LP damals. Und erst im Laufe der nächsten 10, 20 Jahre ist es irgendwie ein Geheimtipp geworden in den Radiostationen. Aber erst die Bahn, das sind die ersten, die dann gecovert haben, im 89. Erst dann ist er irgendwie so ein bisschen in eine musikalische Öffentlichkeit geraten, oder? Und dann erst dank dem Stefan Eicher und dann jetzt mit der Swiss Airline Reklame ist er dann plötzlich nach fast 30 Jahren ist er in den Charts, in der Hitparade, in den ersten drei, während zwei, drei Monate, nach 30 Jahren in unserer kurzlebigen Zeit. Darum sage ich ein Märchen. Ich nehme nun Campari Soda. Weit unter mir ist Nebelmeer. Der Ventilator summt leislich. Es ist, als gäb's mich nicht mehr. Ich seh durchs Fenster zwei Turbinen. Das Flugzeug wankt leicht in der Luft. Das Mikrofon sagt der Copilot. Ich nehme nun Campari Soda. Weit unter mir ist Nebelmeer. Der Ventilator summt leislich. Es ist, als gäb's mich nicht mehr. Schicksal schlägt dich hin und her.
Danke bist du dieser Morgen dir. Du bist hier irgendwer auf der Welt, der Sternenwelt. 3, 2, 1. Deine Zukunft, sie muss sein. Du, deine Zukunft. Da 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 da
yeah, 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 yeah.